Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wir haben in der letzten Folge hier mit dem Kelch nachgefragt und alles. Und ich hätte jetzt die Vermutung, eventuell können wir zurück nach Spanien. Das wäre so die Idee. Vielleicht glaubt es vielleicht auch nicht. Na, aber ich habe gerade was anderes gesehen. Da können wir hin. Oh. Was ist mit ihm passiert? Auf dem Torbogen sehe ich eine beeindruckende Balustrade. Ein Maler, deswegen. Das Tor ist von ziemlich beeindruckenden Eisenverzierungen umgeben. Greif's mal an. Ich kann da nicht drüber klettern. Aber du kannst auch durch die offene Tür gehen. Dem Maler scheint das Streichen nicht besonders wichtig zu sein. Ja, der zumindest will nicht so wichtig wie seine Zigarettenpause. Draußen rauchen. Gott im Himmel. Dieser Schutthaufen stammt wohl von der Ausgrabung, schätze ich. Eine abgenutzte Schubkarre steht neben dem Schutthaufen. Mhm. Der Maler hat einen Eimer mit grauer Rostschutzgrundierung dort hängen lassen. Hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer! Ja, aber wirklich. Okay. Das will ich aber auch gemeint haben, einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Hallo, Herr Maler. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Nein. Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Mhm. Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gouloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Da war immer früher. Danke, vive la différence. Da hat es ja früher die Dinge des Gerüchts gelöst von dem Blutspuck, das ist ja Blödsinn. Tja, und was machen Sie hier so? Pause! Ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Merkt man fast gar nicht. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja. Er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Okay. Ich habe einen Hebel für Kanaldeckel. Ich habe mal in der Kanalisation gearbeitet. Ja? Wie war das? Ich habe in der Methanblase meine Zigarettenpause gemacht. Oha. Ein Gullideckel landete auf dem anderen Seineufer. Und ich wurde gefeuert. Das kann ich mir vorstellen. Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Tja, nichts? Nichts. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Ja. Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex. Ja, klar. So zieht sich doch kein Archäologe an. Ja, mit Hut und genau, Peitsche. Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das?
Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Ich bin ziemlich sicher, dass der Shake and Shock sich in Syrien entladen hat. Das ist traurig. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Au revoir. Okay. Ein Wächter steht an der Tür, von der ich annehme, dass sie zur Ausgrabungsstätte führt. Er sieht ganz schön großspurig aus. Naja, eigentlich nicht schön, nur großspurig. Dicke Knollennase. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Nicht? Der Flur steht voller alter Teekisten, Kartons und so weiter. Alle leer und uninteressant. Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Was genau machen Sie eigentlich hier? Stehe hier. Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe schicken? Ja, cool. Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte? Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Bei dem Versuch, in einen verschlossenen Waschraum einzudringen, beschlich mich ein starkes Déjà-vu-Gefühl. Ich möchte gern in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er: Nichts? Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein Test. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. Der Posten ist erstaunlich ausweichend. Um an ihm vorbeizukommen, wird etwas mehr als nur guter Wille nötig sein. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Eine Schutthalde, vom Feinsten. Jawohl, das ist definitiv Abraum und Schutt. Ich kenne keinen vernünftigen Verwendungszweck für eine Sammlung von Dreck und halben Ziegelsteinen. Können wir mit den Ziegelsteinen aufs Schädel haben? Gut, dann gehen wir mal da rein. Ein riesiger Haufen Kohle wartet in der Ecke darauf, an den Boiler verfüttert zu werden. Echtes Hightech-Zeug. Ich will keine Kohle. Nicht? Ich hätte gern Kohle. Ein großer alter Boiler dient zur Beheizung des Gebäudes. Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Ich brauche gar nicht nahe ranzugehen, um festzustellen, dass die Toilette mal sauber gemacht werden müsste. Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Greif am Rhein. Ziemlich gute Ordnung. Bei Silent Hill macht man das ja, zumindest da greift man wohl ins Klo. Bevor ich ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Ein Mülleimer steht in der Ecke. Es sieht so aus, als sei er schon eine ganze Weile nicht mehr geleert worden. So sehr interessiert es mich dann doch nicht, was sich im Mülleimer einer Toilette alles finden lässt. Naja, das ist einfach meine Geschichte. Wir, meinen Großeltern haben wir so einen Kübel gehabt. So eine Tonne. Die alten da, die waren nicht geil. Ein schmuddeliges Waschbecken hängt an der Wand.
Ich möchte es lieber nicht benutzen, solange das nicht unumgänglich ist. Oh Mann, dreckige Seife, wie schaffen die das bloß? Die Dichtung am Kaltwasserhahn scheint hin zu sein. Das tropft nur so ins Becken. Die Hähne sind verrostet. Oh Mann. Ich glaube, wenn ich meine Hände in diesem Becken mit dieser Seife wasche, sind sie nachher dreckiger als vorher. Ich merke doch, du kannst das ein bisschen einfetten, dann. Geh mal ein Stück zurück, ich sehe nicht den. An der Wand hängt ein Händetrockner. Mhm. Wenn man im Club à la Mut so ein Ding benutzt hätte statt eines Handtuchspenders, säße ich wahrscheinlich immer noch in Marib fest. Ich weiß nicht, ich hab gedacht, vielleicht die Wutsch. Was können wir machen? Da den Kelch befüllen. Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Türe zu bewachen. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Gut. Hi. Hallo, Nico? George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich denn an? Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Oh, hast du schlau. Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Oh. Hallo Nico, ich bin es. Was brauchst du denn? Ein paar Ideen. Du bist doch der Mann vor Ort, George. Ich kann dich nicht immer am Händchen führen. Au revoir. Hätte nichts dagegen, wenn sie meine Hand wenigstens manchmal hielte. Ich sollte Nico lieber nicht mehr stören, solange ich keinen guten Grund dafür habe. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Sagen. Hey, guck mal, was ich gestohlen hab, Papi. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstluft hereinzieht. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Ich kann mir nicht ausmalen, was. Ja, ich hab keine Ahnung. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh. Haben Sie? Non. Hallo. Was gibt. Aber heiß haben Sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Ich muss diesen Mist loswerden. Völlig tot. Erkennen Sie diesen Namen wieder? Voilà. Non. Ich habe. Mir fällt ein, es wäre recht dämlich, ihm den Kelch zu zeigen. Er könnte ja auch zu der Verschwörung gehören und das wollte ich lieber nicht riskieren. Okay. Oui? Sie haben. Das starke Verlangen zu singen. Möchten Sie mitmachen? Non. Hier drinnen wird nicht gesungen. Das hier ist ein Werkzeug, um in die Kanalisation zu kommen. So.
Wir sehen uns. Au revoir. Kann ich Schlüssel mitnehmen? Hey, Monsieur. Hauen Sie nicht mit meinen Schlüsseln ab. Ich schätze, das mache ich besser nicht gerade in Blickweite des Wächters. So, aber das war scheinbar da Hink oder was? Dann verstehe ich langsam. Ich mache in der Seife einen Abdruck des großen Schlüssels. Ja. Sorgfältig brösle ich den Gips in die Seifenform, die ich von dem Schlüssel gemacht habe. Gut, dann ein bisschen Nosmo. Und dann trocknen, ne? Ja, schon. Mehrere Minuten später. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Den viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Ah. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Da ist es ja auch schon. Geht's mit dem wahrscheinlich eher nicht. Das ist keine gute Idee. Draußen die Farbe, sicher. Was gibt es? Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Hey, Monsieur, Finger weg von... Okay. Das will ich aber auch gemeint haben. Hallo, ich bin's schon. Was ist? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Aber ja, das ist ein Kommunionskelch. Muss ich wissen, müssen Sie wissen, war mal Messdiener. Sie? Ja, ich. Was ist so komisch da dran? Hoffentlich von nichts. Hat hier vielleicht ein Typ rumgeschnüffelt, der sich Moilin nannte? Hatte der so ein T-Shirt an, wo drauf stand, mein Name ist übrigens Morlin? Das bezweifle ich stark. Wie zur Hölle soll ich dann seinen Namen wissen, wenn ich ihn nur sehe? Ich habe eine rote Nase. Was es alles gibt. Ein öliges Tuch, kommen Sie damit nicht zu nah an meine Zigarette, Monsieur. Oder es könnte eine Verpuffung geben. Ich habe diesen Schlüssel aus Gips hergestellt. Wie aufregend, wie clever, wie sinnlos, hä? Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Hey, du! Weg von meiner Schutzhalde! Eine abgenutzte Schubkarre steht neben dem Schutthaufen.
Oh verdammt, habe ich doch glatt meinen Kletterhaken zu Hause gelassen. Keine Chance, ja, darauf zu klettern. Sie warum die Ding. Die Nico. Ja, irgendwas werde ich noch brauchen, ne, damit ich ihm da wegbringe. Und ich kann da gar nicht mehr weg schon mal. Das heißt, ich muss da bleiben, das heißt, alles, was ich brauche, muss hier sein. Ich kann das Gebiet ja auch nicht verlassen. Da muss man dann irgendwie weglocken. Hallo, was gibt's? Ich habe hier eine rote Nase. Oh. Schauen Sie mal, ein Lappen mit Schminkeflecken. Ah, davon habe ich schon immer geträumt. Wenn Sie mir den geben, dürfen Sie auch durch diese Türe reingehen. Wirklich? Natürlich nicht. Bin doch nicht bescheuert. Was soll ich mit dem Schmuddelfetzen? Die alte Wetzen. Hey, sehr clever. Warum erzählst du ihm nicht direkt, dass du in die Aus... Wir sehen uns... Ah, okay. Collard? Hallo Nico, ich bin's. Ich bin im Institut Hermetique de Narval. Hallo George, was gibt es? Ich bin bei der Ausgrabung, aber die lassen mich nicht rein. Mist, wir müssen wissen, was es da drin gibt. Keine Bange, ich habe einen Plan. Ich brauche aber deine Hilfe dafür. Geil. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, okay. Bleib dran, ich hole ihn. Ich dachte mir, muss ich mit dem Telefon sein? Sonst ist es ja nicht hier, ne? Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen. Sehr gut. Der Gipsschlüssel hat die Farbe prima aufgesogen und sieht jetzt ganz schön echt aus. Fühlt sich aber immer noch wie Gips an. Hm. Muss ich da noch irgendwas machen, was es wie Gips anfühlt? Aber hier ist nichts mehr. Oh la la, Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an und dann plötzlich nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe da noch eine Zigarette zu beenden. Und Monsieur, wenn sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Der hat das Leben. Ich sollte Nico lieber nicht mehr... Okay.
Hallo, ich... Was gibt... Was? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. Hier sind Ihre Schlüssel. Mehr? Na? Ist schon... Ich wollte gleich damit. Wir sehen uns später. Au revoir, Monsieur. Was hat's mit dem Scheiß, der Mustard? Ich drehe die Heizung ab und warte. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Wir sehen uns. Ich verstehe schon. Damit er es nicht spürt, ne? Ja. Weil er hat gesagt, ne, ja, das ist die Logik. Damit er nicht erkennt, ne? Damit er das nicht am Material fühlt, dass es Gips ist. Und sagt, es fühlt sich immer nur wie Gips an, ne? Ja. Ich schon. Achso, wir hätten nicht gar mehr da reingehen brauchen. Eben. Jetzt kriegt er seinen bemalten Schlüssel. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Hey, sehr clever. Warum erzählst du ihm nicht direkt, dass du in die Ausgrabungsstätte einbrechen willst? Ich wollte ihm den zurückgeben. Wir sehen... Au revoir. Ich schätze, das mache ich besser nicht... Achso, ja, klar, wir müssen das nur umstecken. Logisch. Schnell und ohne viel Trara tausche ich den falschen Schlüssel gegen den echten aus. Sehr gut. Hallo. Was gibt? Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Ich drehe das Thermostat wieder in die Stellung, in der ich es vorgefunden habe. Hi Nico, ich bin's schon wieder. Habe ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Hey, du, Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ah, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht?
Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst doch den ganzen Tag nur rum. Was anderes tun? Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, ha. Du elefantöser Dumbatz, mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. So ist es. So funktioniert es. Oh. Ein paar Holzbohlen, die den Steg gebildet haben, lehnen an der Wand. Mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich mit diesen Bohlen anfangen könnte. Dieter, Bohlen? Dann schauen wir mal die Knochen an. Die Leiter. Klasse, noch mehr Leichen. Obwohl die Gendarmen hier wohl keine Verdächtigen festnehmen werden. Es sei denn, sie hätten eine Zeitmaschine. Dieser Typ muss schon seit Jahrhunderten hier liegen. Da wird bei so einer Ausgrabung gestellt. Da tust du wirklich so mit dieser Spachtel, hat man da wirklich so, also Schicht für Schicht von der Erde abgezogen. Wahnsinn. Nein, danke. Ich trage schon genug Plunder mit mir rum. Eben um die verschiedenen Erddinger dann zu haben. Und ja, wo halt sind ja überall kleine Scherben versteckt gewesen. Immer als Ausgrabungsstätte auch. In der Mitte des Bodens ist ein merkwürdiges Mosaik eingelassen. Ganz verwirbelt und verzerrt. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Mhm. Endlich mal ein vertrautes Gesicht. Ja. Kein Zweifel. Das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen. Kein Zweifel. Das ist Baphomet. Und da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Wieder in Nikos Appartement. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja, es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Ja, super. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Das ist schon frech. Gut. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Ja, mach ich mal. Baphomets Geheimnis. Ich hab nichts, was ihr groß sein könnte. Deshalb würde ich sagen, liebe Freunde, wir machen hier wieder Schluss. Es war wie mein Genuss. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.